Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ich habe leider Gottes keine Ahnung mehr, was ich die letzte Folge machen wollte, aber ich habe eine andere Idee. Warum reisen wir eigentlich immer noch mit Kleiderbügel 2? Schön. Ach, wir wollten ja genau das Licht hier, ne? Dann... Und los geht's. Lass mich gerade nochmal nachschauen. Ich sollte mir mal einen Screenshot von den Monitoren machen, damit ich weiß, wo ich hin muss. Um dementsprechend dann... Da kommt der nächste Ausgang. Sehr schön. Vielen Dank. Na, komm. Ja, jetzt da hoch. Ja, genau, hier müssen wir lang. Hier müssen wir lang. Lass mich mal ganz kurz was einstellen, bitte. Ich habe da so eine Idee. Ich hoffe, man sieht das gerade nicht. Was? Ne? Was? Ne? Okay, das sollte jetzt geklappt haben. Naja. Ah, doch, geht ein bisschen schneller wenigstens. So, dann gehen wir mal hier gerade rein gucken. Okay, Moment. Ah, okay, ja. Dann weiß ich jetzt, wo wir hin müssen. Moment, ich mache mir trotzdem mal gerade einen Screenshot. So, jetzt habe ich. Okay. Dann... Nein, ich wollte nicht hoch. Ich wollte runter. Ich wollte nämlich jetzt zurück. Wo müssen wir denn jetzt nochmal lang? Hier geht's zum Wäscheliftsystem, da wollen wir doch hin. Ich finde das auch so süß, dass hier am Ausgang Welcome steht. Von innen. Naja, gut. Okay, dann, wenn das Spiel dann mal wieder möchte. Irgendwie was stimmt damit nicht. Beam me up, Scotty. Genau. Hallo? Beam me up, Scotty. Muss ich jetzt den Kleiderbügel auswählen und... Das sieht gefährlich aus. Ja. Egal. Genau, egal. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr schön. Als allererstes... Mal hier rüber. Hier rein. Und hier.
Machen wir mal das Licht aus. Okay, dann wieder zurück. Und jetzt zum Barmann mal, weil mir ist nämlich gerade was eingefallen. Wir könnten ja mal versuchen. Was mache ich denn da? Diese Unterschrift kann ich doch. Ja, das war auch falsch. Und zwar hier, so. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Wo hat er die untergebracht? Okay. Können wir denn jetzt... Was soll ich schreiben? Biggidi buggidi boo. Okay. Finde ich gut. So. Ach nein. Hier lang war das doch, oder? Nein, hier war die Toilette. Ja, genau. Und jetzt hier hinten durch? Kommst mit den Räumen immer durcheinander. Das ist furchtbar manchmal. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Was? Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Sehr nice, sehr nice. Hallo Edna. Das fand ich jetzt cool. Okay. Dann könnten wir ja mal versuchen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Biggidi-Baggidi-Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich, ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Dieser Löffel hat genau die richtige Größe, um damit Eis zu essen. Jo, finde ich auch, ne? So, jetzt könnten wir doch eigentlich mal wieder zurückgehen. Zu dem Typen, der da im Keller rumgebuddelt hat. Ach nein, dann müssen wir hier lang. Ach ja. Ach ja. Können wir das nicht irgendwie beschleunigen? Da kommt der nächste Ausgang. Okay, sehr nice. Hier wollte ich gar nicht hin. Und los geht's. Finde ich ja cool mit den Bildschirmen und dem WC. Da kommt der nächste Ausgang. Da runter. Da hoch. Da durch. Da lang. Dahin.
Und jetzt können wir da runter. Und jetzt könnten wir ja mal versuchen, die Schaufel da runter zu ballern. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Ja, genau, aus dem Gefängnis bricht man immer mit einem Löffel aus. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Ja. Lieber nicht. Mit einem Loch im Inventar würde ich meine ganzen tollen Sachen verlieren. Hallo. Bist du noch da unten? Hallo. Ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Ja, ich hätte... Na, vielleicht jetzt. Ah ja, super. Darauf hatte ich nämlich... Da liegt ein Häufchen Tonerde. Nein, danke. Ich habe genug Dreck. Sehr schön, weil jetzt haben wir nämlich... Tonerde. Die haben wir ja gebraucht, sagt der Fuzzi. Na komm, hoch. Hoch. Na hallo? Jetzt. Okay. Was können wir denn mit der... Können wir die Tonerde vielleicht spülen? Cool, jetzt habe ich Matsch. Sehr gut. Na toll. Was stand da? Ich habe das nicht verstanden. Na toll. Okay, Abdruck des Messers. Na komm. Gucken wir doch mal nach dem Sicherheitsmann. Was der gerade so tut. Das WC war doch auf dem seiner Ebene hier um die Ecke, ne? Ja, genau. Ah! Hey, lass das! Mist! Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Warte mal, wir hatten doch den Abdruck vom Messer gerade im... Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Okay, dann nichts wie abwandern. Jetzt denke ich mal, dass wir den Schlüssel, also den Ton, die Tonerde irgendwie brennen müssen. Das werden wir wahrscheinlich da unten im Ofen machen, aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Bis dahin, tschüss.